Hey Leute, ich habe hier einen Kurzwellensender und ich weiß nicht genau, was für eine Frequenz der ist. Da steht zwar 6.1 und dann wird es mal gucken. Ich würde sagen, bei 6 MHz ist der. Ja, hier ist ein Pfeifen. Und bei 6.020 ist der Sender weg. Da höre ich den VSSB. Also ist die auf 6.020. Kann die Frequenz jetzt mal noch verstellen. Jetzt höre ich einen 1 kHz Ton. 1 kHz neben der Frequenz des Senders. 2, 3, 4, 5. How difficult is it just to produce a rocket that can actually land? 9 kHz Ton neben der Senderfrequenz. Und hier auf 6.020 ist der Sender fast weg. Daher ist der Sender auf 6.020. So kann ich auch rausfinden, was für ein Sender das auf Kurzwelle gerade ist. Dann mal schauen, was ich mit dem Radio auf Kurzwelle noch so empfange. Nächster Sender. Da ist noch ein schwacher Sender. Da ist ein Signal. Da ist noch so ein Signal. Was auch immer das ist. Hier entspricht. Jetzt ist es weg. Mal weiter schauen. Nächster Sender. Make a mess, not disturb the rest of the phone. Das ist eben ein Amateurfunk, denke ich. And is in some ways a direct. Nächster Sender. Der gleiche Sender nochmal. Dann Sender. Also die Kurzwelle ist nicht tot. Probiere ich mal mit den kleinen Weltempfänger. Der Kleine erstaunt mich etwas in Empfangsleistung, etwas sehr sogar. Ich fange mal bei 1 an, bei 5,7 MHz. Da habe ich auch 55 jetzt. 1 Sender. Das ist der Sender bei 6.020. Das ist er. Das ist der Sender nochmal. Spiegelfrequenzen empfange ich da auch auf dem. Das ist der Sender nochmal. Weiter. Scheinbar nichts. Schaut nicht so gut aus bei dem, okay. Damit den Sender zu empfangen, ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Weil ich da immer auf hochdrücken muss. Gehen wir am besten gleich mal auf 6.020. Das wird er auf 6.020. Und wenn ich da auf 6.020 jetzt gehe mit dem, Football action from the English. Ist er auch weg. Ja. Wenn ich da jetzt auf 621 gehe, habe ich einen 1 kHz Ton.
ja, 1 kHz Interferenz tun, das sendet ja, das ist natürlich viel stärker. 2 kHz, 3. Das bin ich 9 kHz daneben. Ich mal wieder aus. Da habe ich den Sender auf 6.020. Dann mal weiter schauen. Ja, mit Fagging. Mal schauen, ob wir noch einen da reinkriegen. Aber die Kurzwelle ist nicht tot. Auf Kurzwelle sind noch einige Sender. Manchmal sogar ziemlich viele. Die senden aber nicht immer, wie Radio China, Radio Romania. Teilweise senden die auch auf Deutsch. Aber man kann auf Kurzwelle noch Sender empfangen. Analoge Eigensender. Bei dem halt die Frequenzen durchzuschauen, ist es eher mühsam. Dann haben wir noch irgendwas. 7 MHz ist Amateurfunk. Bei 7.2 geht das Rundfunkband wieder los. Bei 7.2 müssten wir einen Sender haben. Irgendwo da. Der sendet aber auch nicht immer. Ich glaube, einen iranischen Sender. Da haben wir einen Sender. Antenne. Antenne. Ich sollte mal eine Antenne dran machen. Dann geht es um einiges besser. Frequenz suchen, gut. Aber Senders gibt es auf Kurzwelle noch. Eine bessere Antenne dran machen. Weiter höher haben wir sicher auch noch Sender. Okay, ich probiere es mal mit dem anderen dann nochmal. Weil hier mit den Drücken, das ist echt aufwendig mit dem Drücken, wenn man die Frequenz nicht eingeben kann, nicht genau weiß. Jetzt habe ich bei dem mal die Antenne ausgezogen. Probieren wir es nochmal mit ausgezogener Antenne. Bei 1. Ja, sehr stark das sind. 2. 3. Die gleiche Sender nochmal, also 3 Sender haben wir schon. 2. Vier Sender, daneben noch einen, 5 Sender. Haben wir schon 5, weiter. Das 6. Sender, 6 Sender, weiter. Ich glaube, das ist noch ein Sender. Ah, das ist ein Geheimdienst oder so. Sechs Sender haben wir. Manchmal sind da auch noch Sender, aber nicht immer. Ja, das obere Kurzwellenband ist ziemlich zu. Aber immerhin haben wir noch 6 Sender auf Kurzwelle. Kurzwelle ist noch nicht tot. Und manchmal sind da oben auch Sender, aber ich glaube, dass die Ionosphäre momentan für den oberen Bereich ziemlich dicht ist. Und dass es im unteren Bereich ziemlich gut geht.
Und es ist 2.49 Uhr. Das ist kein eigener Sender, das ist eben der Musik, das ist ein anderer. The London-based choir made up entirely of National Health Service staff, including nurses, doctors, physiotherapists, midwives, porters, administrators, also sechs Sender haben wir. Im unteren Bereich, da kommen die echt gut rein. Okay, Musik will ich nicht gern zeigen, wegen GEMA und so, GEMA richtig. Auch wieder ein englischer Sender, aber ein anderer Sender. BBC ist das. Also ein kleines Ding geht ganz gut. Wir sind hier irgendwo zwischen 6,3 und 6,4. Mal gucken, wo ist der Sender denn genau? 6,3 und zwischen 6,3 und 6,4. 6,3. Ich glaube, bei 6,36 irgendwo ist der. Ja, 6,36 müsste der sein hier. Also gucken wir mal. Oder 6,36 ist er. Also gucken wir mal. Da haben wir den englischen Sender. Mal mit dem schauen auf 6,36. Mal schauen. AM 636. Enter. Ups. AM 0. Nee, falsch. 6360. So, mal gucken, ob der da ist. Mal die Antenne ausstecken und irgendwo da müsste das sein. Wenn er den empfängt. Zwischen 6,3 und 6,4 muss der doch sein. Ich glaube, da ist er. 6,83. Ja, 6,83 ist er. Dann war ich damit gleich daneben, weil das Radio sehr breite ZF-Filter hat. Also 6,360, 6,380, 70, 6,380 ist er weg. Nee, 0,380. 6,380, genau, jetzt sind wir genau auf dem Sender, 6,380. Klar, ist komplett weg. Ich sende in der Stille. 90. Ja, bei 6,380 ist er. Aber der kommt sehr schwach da rein irgendwie auf dem. Auf dem anderen kommt der stärker rein. Ich kann mal schauen, ob er nicht vielleicht doch woanders ist. Es kommt wohl sehr drauf an, was für ein Radio man verwendet, wie gut man den Sender reinkriegt. Ich probiere den anderen mal noch. Mal den dann nochmal schauen. Da mit empfange ich den noch besser. Aber auch drauf. Ja, liegt an der Lumosphäre. Aber es gibt noch Sender auf Kurzwelle. Was echt gut ist. Okay.